Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem Miltenberg-Magazin, auch genannt Milma. Milma, das Miltenberg-Magazin aus dem Medienhaus Mein Echo. Heute mit Annika Kickstein und Kevin Zahn. Und wir haben Top-Themen für euch dabei. Wir sind heute sehr früh dran mit der Aufnahme. Wir haben den Dienstag, den 17. Oktober. Normalerweise nehmen wir ja immer Ende des Monats auf, damit wir auch möglichst viel mitnehmen vom Monat, aber... Der Monat war jetzt schon verrückt. Ja, das stimmt. Sind wir mal ehrlich, was alles passiert ist. Also so arbeitstechnisch, wenn ich meine Stunden ansehe, sind sie vor allem einen Tag und den zwei Tagen darauf geballt gewesen, und zwar den 8. Oktober. Was war da? Die Wahl in Bayern und in Hessen, aber wir haben uns natürlich im Kreis Miltenberg aufgehalten und da vor allem angeschaut, wie denn die Ergebnisse aussehen. Das heißt, so ab 17 Uhr, erste Auszählungen, dann 18 Uhr, da war wirklich die Hölle los. Aber es ist nicht das Einzige, über was wir heute reden wollen, sondern wir bringen euch mit, was ist eigentlich jetzt aus Spilger geworden? Wir bringen euch mit das Thema Veganismus im Kreis Miltenberg. Wir bringen euch zwei Bürgermeisterwahlen mit, die spontan kommen. Und du hast was Besonderes erlebt. Ich habe was Besonderes erlebt. Ich war nämlich mit der Spurensicherung unterwegs. Starten wir mit der Landtagswahl. Genau. Kevin, wie ist denn die Wahl ausgefallen? Es kommt natürlich immer auf die Frage an, mit welcher Partei man vielleicht mitgefiebert hat und welche politische Seite man gut findet. Für den Kreis Miltenberg kann man sagen, die CSU hat besser abgeschnitten als bei der letzten Landtagswahl. Das war gar nicht so selbstverständlich. Das ist eigentlich sehr überraschend, würde ich sagen, weil ja auch auf Bayern-Ebene die CSU wieder ein bisschen eingebüßt hat. Genau. Also gegen den Parteitrend hat die CSU es geschafft, im Kreis Miltenberg Stimmen über 40% zu kommen auch. Es gab ja einen Wechsel bei der CSU. Lange Jahre war Berthold Rüth für die CSU im Landtag. Der hat jetzt vor der Wahl gesagt, er tritt nicht mehr an. Und da ist ein junger Mann, wenn man ihn so nennen darf, mit 43 Jahren. Ich glaube, wenn du den vergleichst mit allen anderen politischen Kandidaten, ja. Okay. Mit 43 Jahren Martin Stock, Sulzbachs Bürgermeister bis dahin, ist angetreten und hat das Ergebnis seines Vorgängers zumindest bei der letzten Wahl überbieten können. Also man kann sagen, klarer Erfolg für die CSU. Es war ja eigentlich auch nicht unbedingt von Anfang an klar, dass der Martin Stock so viele Stimmen auch im Süden Kreis Miltenberg einnimmt. Ihm selbst auch nicht. Er hat ja selbst uns gesagt, er hätte eigentlich gar nicht damit gerechnet, dass er über 40% kommt. Er ist dann auf 41,7 gelandet bei den Erststimmen, die an seine Person gehen. Er hat interessanterweise Stimmen in Sulzbach gesammelt, da ist er Bürgermeister, ist ja irgendwie erwartbar. Leidersbach auch noch erwartbar. Aber dann auch in Schneeberg oder Neunkirchen hat er mit seine besten Ergebnisse geholt, also sehr ganz am anderen Ende des Kreises Miltenberg. So ganz erklären können wir uns das nicht. Vielleicht hat er besonders intensiv Wahlkampf gemacht, vielleicht haben die Sympathien für den Mann, der auch schon Richter in Aschaffenburg war, wo er allerdings eingebüßt hat, das ist auch ganz klar erkennbar, ist im Spessart. Mhm. Sein Vorgänger Berthold Rüth kam aus Eschau, also mitten aus dem Spessart, und hat dort immer sehr, sehr gute Ergebnisse geholt, bis zu 60% zum Beispiel in Altenbuch bei der letzten Wahl. Jetzt hat die CSU im Spessart deutlich eingebüßt, auch deshalb, weil die Freien Wähler einen Mann aus dem Spessart aufgestellt haben. Den Herrn Zöller. Genau, Thomas Zöller, der da im Spessart rund um Mönchberg sehr gute Ergebnisse geholt hat. Ich glaube, er selbst hätte sich noch ein bisschen bessere erhofft. Am Ende hat es aber auch für ihn gereicht, in den Landtag einzuziehen über die Zweitstimmen. Der war dann Platz 2 auch in den Erststimmen. Nein, das hat er nicht ganz geschafft. Und das ist wahrscheinlich die Überraschung im Kreis Miltenberg überhaupt. Auf Platz 2 bei den Erststimmen, wo Menschen einer Person aus der Region ihre Stimme geben dürfen, um zu sagen, ich will dich als direkten Vertreter des Kreises Miltenberg in München haben, hat Ramona Storm aus Aschaffenburg den zweiten Platz bekommen. Sie war die Vertreterin der AfD. Die AfD ist im Kreis Miltenberg nicht besonders präsent. Es gibt keinen Kreisverband, es gibt keinen Kommunalpolitiker vor Ort, zumindest keinen Bekannten. Wir kennen niemanden, der vor Ort sagt, ich bin für die AfD und für die AfD angetreten. Und deswegen suchen die eigentlich immer nach jemandem, der überhaupt im Kreis Miltenberg antreten, dass jemand, der dann von außerhalb kommt, bei den Erststimmen auf dem zweiten Platz, wenn auch ganz knapp vor dem Thomas Zöller liegt, das hat dann auch viele überrascht, wenn nicht sogar geschockt oder erschüttert. Wir waren ja am Wahlabend im Landratsamt. Mhm. Dort ist schon lange, ich weiß gar nicht wie lange, Tradition, dass sich die
Parteien mit ihren Vertretern vor Ort blicken lassen. Um vor allem den Blumenstrauß vom Landrat entgegenzunehmen. Um den Blumenstrauß vom Landrat entgegenzunehmen für den Wahlsieger, den hat Martin Stock dann natürlich auch bekommen. Aber auch um so ein bisschen Stimmungsbild abzugeben, was ist da gerade los? Ja, auch Medienvertreter sind dann vor Ort. Und da waren auch fast alle da, aber eben nicht die AfD. Und wir haben auch vorher gefragt, wenn ihr nicht da seid, wo seid ihr denn stattdessen? Haben aber keine Antwort darauf bekommen von der AfD. Ja, ich habe auch erlebt, dass du mit der Frau Storm auch versucht hast zu telefonieren an dem Abend. Ja, natürlich. Wir wollen natürlich mit allen Kandidaten sprechen. Und ich wollte auch von ihr wissen, wie sie denkt, dass sie es geschafft hat, da eben auf den zweiten Platz zu kommen bei den Erststimmen. Sie war da sehr kurz angebunden am Telefon. Das Wenige, was sie mir in der kurzen Zeit gesagt hat, war, dass sie das Ergebnis gut findet, aber es noch besser sein könnte aus ihrer Sicht. Als ich sie dann gefragt habe, wie sie sich das erklärt, hat sie sich sehr vage ausgedrückt und hat gemeint, naja, die Leute merken in diesem Land langsam, was abgeht. Als ich dann wissen wollte, was sie damit meint, hat sie darauf schon nicht mehr antworten wollen. Okay. Es gab einmal im Elsenfelder Bürgerzentrum eine Veranstaltung der AfD. Dort haben sie Stefan Brandner eingeladen, der dort eine Rede gehalten hat. Das ist ein Bundestagsabgeordneter der AfD. Sonst haben wir aber wirklich sehr, sehr wenig von der AfD mitbekommen. Im Gegensatz zu vielen anderen, die CSU war unheimlich viel aktiv durch Festbesuche. Also egal auf welchem Fest man im Kreis Miltenberg war, man konnte dort wahrscheinlich Martin Stock treffen. Und Aiwanger war einmal da. Für die Freien Wähler war Aiwanger in Altenbuch, genau, und hat dort auch eine kleine Duftmarke hinterlassen, wenn man das mal so sagen darf. Das hast du gut gesagt. Ja, ich weiß noch, wie du in die Redaktion kamst und das davon erzählt hast, weil du warst ja vor Ort, ja. Und hast es mitbekommen. Ich glaube, so ungefähr hast du gesagt, er kam, hat sich gegen das Biosphärenreservat ausgesprochen und ging wieder. Und das war's. Ich glaube, das war der Anlass, warum er überhaupt da war. Er hat natürlich noch ein paar Sachen mehr gesagt und eine kleine Rede gehalten, aber es war allein schon das kurios, dass er gesagt hat, ja, ich komme um 8 Uhr, 9 Uhr morgens nach Altenbuch. Boah. Am Samstag. Also für die Freien Wähler hat das was gebracht, der Auftritt? Das ist natürlich im Nachgang schwer zu beurteilen. Die große Debatte, die da im Spessart geführt wird, ist, soll es ein Biosphärenreservat geben oder nicht? Die CSU hat signalisiert, dass sie eher hinter den Landräten steht. Der Landrat im Kreis Aschaffenburg, aber auch die Landrätin im Kreis Mainz-Spessart sind CSU-Leute, Kreis Miltenberg und Grünau. Und die haben sich bisher so geäußert, dass sie dem Biosphärenreservat eigentlich positiv gegenüberstehen. Also man kann einfach gesagt sagen, CSU für Biosphärenreservat. Und der Aiwanger kam da hin und hat gesagt, nee, ich bin dagegen. Und er hat da eine Stimmung getroffen. Aber was würdest du zusammenfassend, wenn wir das Thema abschließen, sagen, wie gut sind wir denn in München jetzt vertreten als Kreis Miltenberg? Also ich denke, dass der Martin Stock als Vertreter von der CSU da frischen Wind reinbringen wird. Erstens mal, es schadet nie, dass er ein neues Gesicht da ist. Der will vielleicht andere Dinge anstoßen, neue Dinge angehen. Auch, dass der Thomas Zöller in den Landtag geschafft hat, ist, glaube ich, gut. Der wird auch dort die Flure hoch und runter laufen und gucken, wie kann man da was für den Kreis Miltenberg machen, organisieren, wie kann man kleine Gemeinden unterstützen. Als Bürgermeister haben auch beide irgendwie ein Gespür dafür, was die Gemeinden und Verwaltung selbst gerade, wo da der Schuh drückt, was sich da vielleicht machen lässt, wo es den einen oder anderen Fördertopf gibt. Und dadurch, dass die beiden mutmaßlich Stand jetzt in der Regierung vertreten sein werden, haben sie da hoffentlich einen kurzen Draht auf der einen Seite, auf der anderen Seite vielleicht auch ein bisschen Konkurrenz, die manchmal auch das Geschäft belebt. Und mit Ramona Storm, die über die Liste der AfD auch in den Landtag eingezogen ist, da ist noch völlig offen, ob die für den Kreis Miltenberg irgendwie aktiv wird. Sie hat es zwar nach der Wahl auch ganz kurz angekündigt, dass sie sich dann auch schon für den Kreis Miltenberg interessieren wird, aber sie ist bisher damit aufgefallen, dass sie in Aschaffenburg auf Demos unterwegs ist, die mal aus dem Querdenkerbereich kommen und gegen Impfungen sind und jetzt in letzter Zeit halt mehr aus dem AfD-Bereich sind und gegen grüne Politik im Allgemeinen sind. Und ich glaube nicht, dass sie da so wahnsinnig viel für den Kreis Miltenberg bewegen können wird. Wir hatten vorher nur einen Vertreter aus dem Kreis Miltenberg im Landtag, von daher eigentlich total positiv. Total positiv. Ja. Das ist eigentlich ein gutes Fazit dann zu holen. Wir haben jetzt sehr
viel über die Wahl gesprochen und darüber, wie das uns betrifft. Was war denn für dich noch ein Aufreger oder ein wichtiges Thema im Kreis Miltenberg? Ja, wir hatten im Oktober einen ganz spannenden Moment, einen Eigentümerwechsel. Eigentlich klingt das tröge. Aber wenn ich den Namen Spilger sage, dann kennt den wahrscheinlich jeder, nicht nur im Kreis Miltenberg, sondern auch im weiteren Umkreis. Traditionsreiches Möbelhaus. Und für dieses Möbelhaus war in diesem Monat das Ende gekommen. XXX Lutz hat nach der Insolvenz von Spilger das Haus gekauft und ist seit 1. Oktober auch Inhaber. Und am 2. Oktober war der erste Eröffnungstag. Ich bin mal hingegangen, weil es mich einfach interessiert hat, was die Leute sagen, wie viel los ist. Mit Ellbogen raus unter den Schnäppchenjägern dann getummelt. Ja, für einen Moment habe ich mir überlegt, ob ich mir auch eine Tüte schnapp und ein paar Sachen einstecke. Aber dann habe ich die Schlange gesehen. Oh. Und die ging, also wer sich Möbelhaus auskennt, der ging von den Kassen wirklich durch das komplette Haus bis ganz nach hinten. Ich habe im vorderen Bereich Leute gefragt, wie lange sie schon anstehen. 1,5 Stunden haben sie mir gesagt. Boah. Ja. Also es war auch der Brückentag, 2. Oktober, zum Feiertag der Deutschen Einheit. Ja, die Leute hatten anscheinend da Zeit und es ist mit Rabatten gelockt worden von XXX Lutz, die wirklich enorm sind, gerade wenn man so ein paar kleine Sachen gebraucht hat. Ja, es ist natürlich spannend. Ich habe mich auch mit einem Mitarbeiter ganz kurz unterhalten und so ein Tag hätte dem Spilger vor seiner Insolvenz sehr gut getan, wenn er mal so ein bisschen was losgeworden wäre. Das schwingt dann natürlich immer mit, so ein bisschen als Trauer. Ja. Waren das dann dieselben Mitarbeiter, die auch bei Spilger gearbeitet haben? Das muss man XXX Lutz zugutehalten. Die haben alle übernommen. Soweit wir das nachvollziehen können, ist das auch passiert nach der Ankündigung. Und naja, die ziehen halt jetzt neue Klamotten an, aber arbeiten im Grunde neu weiter. Und was auch interessant ist, eigentlich gibt es noch gar nicht so viel von XXX Lutz zu sehen jetzt im Spilger. Also es ist noch das alte Möbelhaus, noch das alte Inventar, das muss halt jetzt raus. Deswegen gibt es diese Riesenrabatte. Und erst wenn die raus sind, dann kommt es wahrscheinlich zum Umbau. Und dann irgendwann, ich weiß nicht, vielleicht in einem halben Jahr oder sowas, steht dann auch dieser riesengroße rote Stuhl auf dem Gebäude, für das XXX Lutz ja bekannt ist. Im Zuge der Insolvenz von Spilger gab es ja auch viele Kunden, die eben auf jetzt nicht gelieferten Möbeln, aber mit Anzahlungen saßen. Mhm. Wie hat es sich entwickelt jetzt für die? Für diese Leute sieht es jetzt so aus, dass je nachdem, wie sie sich entschieden haben, dass sie doch noch einen ganz ordentlichen Anteil zurückbekommen. Der Bernd Spilger, der jetzt ehemalige Geschäftsleiter, hat sich da optimistisch gegeben, dass er weit überdurchschnittliche Rückzahlungen da, wie es sonst in so einem Insolvenzverfahren üblich ist, auszahlen kann. Die liegen sonst aber auch auf sehr niedrigem Niveau. Also man sagt, da kriegt man 3-8, 9% zurück von dem, was man da angezahlt hat oder was man dann draufgezahlt hat, dass man die Küche doch bekommt. Und er stellt deutlich höhere Beträge in Aussicht, kann sie aber noch nicht abschließend sagen. Es hängt jetzt natürlich davon ab, wie gut hat er zu welchen Preis hat er da sein Unternehmen verkaufen können an XXX Lutz. Wie gut lief nochmal der Abverkauf der letzten Wochen, bevor dann das Ganze an XXX Lutz übergegangen ist. Und für die Leute, die so ein Möbelstück hatten oder noch in irgendeiner Weise involviert sind, läuft es so ab, dass sie einen Brief bekommen noch von Spilger, von dem Insolvenzverwalter, der denen schreibt, ja, ihr habt ja dieses Möbelstück, ihr könnt da jetzt Ansprüche anmelden. Und dann muss man ein entsprechendes Formular ausfüllen, muss das zurückschicken. Und dann soll das alles seinen Lauf gehen. Wenn irgendwas nicht stimmt, dann würde sich wiederum der Insolvenzverwalter nochmal bei den Leuten melden und sagen, Moment, wir hätten da noch eine Nachfrage, irgendwas passt da noch nicht. Das wird aber noch dauern, bis man da irgendwie Geld sieht. Also in Aussicht steht, dass das ein Jahr dauert. Für Leute, die dann eben, ich meine, Küchen sind nicht günstig, dann doch viel Geld vorauszahlen mussten, ist das dann doch eine bittere Wartezeit. Müssen wir weiter ein Auge drauf behalten? Werden wir auf jeden Fall? Werden wir auch noch weiter in Kontakt sein mit Leuten, die tatsächlich dann noch auf Geld warten? Und dann schauen wir mal, was passiert. Genau, wir behalten das alles im Blick und wir informieren euch auch, wenn XXX Lutz dann schließlich umbaut. Das könnt ihr dann alles bei uns auf unserer Internetseite www.mein-echo.de nachverfolgen. Okay, Annika, jetzt möchte ich aber ein bisschen was von dir hören. wir hatten noch eine andere schöne Serie in den letzten Wochen in unserer Zeitung, von der ich glaube, dass sie auch viele jüngere Zuhörer interessieren könnte. Es geht darum, oder es ging generell in der Serie um die Frage, wie ist es um vegane Produkte und Möglichkeiten im Kreis Miltenberg bestellt?
Was war alles Teil dieser Serie? Vegan in Miltenberg hieß die Serie und sie wurde von unseren Kolleginnen Miriam Schnurr und Nicole Hein in Co-Produktion gemacht. Und sie haben sich über einen Monat lang mit verschiedenen Aspekten vom veganen Leben im Kreis Miltenberg auseinandergesetzt. Sie haben einerseits Gastronomie vor allem angeguckt, die Kostbar zum Beispiel in Miltenberg und was sie da für ein Angebot hat, aber auch andere Stellen. Das hat natürlich sehr viele Leute erreicht. Es gibt sehr viele, die schon vegan leben. Es gibt nicht überall im Kreis Miltenberg Orte, wo man auch im Restaurant auf jeden Fall ein gutes veganes Angebot gibt. Da haben sich unsere Leser gefreut, haben sie sehr viel auch angeguckt. Unser Facebook-Beitrag hat über 200 Likes gesammelt. Also scheinbar kommt das an, gibt es das Interesse. Und da merkt man auch den Wunsch von vielen, mehr Angebot zu haben im Kreis Miltenberg. Wir haben, glaube ich, auch einen Metzger vorgestellt. Richtig, und zwar den Metzger Heg aus Obernburg. Nach unserem Wissen der einzige, der tatsächlich vegane Produkte herstellt im Kreis Wittenberg. Also vegane, ja, fleischlose Produkte, sehr ungewöhnlich. Ja. Muss aber auch sagen, ich habe jetzt die Leona-Wurst zum Beispiel gegessen, schmeckt 1:1. Die echte vegane Leona. Oder die echte? Die vegane schmeckt genauso wie die echte. Okay, muss man Blindverkostung mal probieren. Sie haben sich tatsächlich allgemein schon so weit weiterentwickelt mit den fleischlosen Produkten. Das ist jetzt ein Beispiel. Natürlich kann man an vielen Geschäften im Kreis Miltenberg, vor allem Supermärkten, natürlich so Ersatzprodukte holen. Das ist spannend, total. Also das könnt ihr auch nochmal sehen, da habe ich ein Video gemacht mit dem Metzger aus Obernburg, wie der eben vegane Cevapcici zum Beispiel herstellt. Und die Kollegen haben dann noch mit Ernährungsberater gesprochen, auch mit Animal Rights Watch haben sie gesprochen. Es gibt auch Rezeptideen, ganz viele haben sie drauf gestellt. Schaut es euch gerne mal an online auf www.mein-echo.de/vegan-mil. Wie man Verbrechern auf die Spur kommt, Annika, kannst du uns jetzt vielleicht ein paar Tipps geben, weil du hast da was erlebt, glaube ich. Also mein grundsätzlicher Tipp ist, überlass es den Profis. Denn mit Profis war ich tatsächlich unterwegs jetzt vor kurzem vom der Kripo Aschaffenburg, die auch tätig ist im Kreis Miltenberg bei großen Fällen. Also da fahren sie auch bis runter nach Amorbach. Da hatte ich die Chance, mit dem Kommissariat 7 zusammen zu einem fiktiven Tatort zu fahren. Was ist das Kommissariat 7? Wir kennen es eher, größtenteils sind sie für die Spurensicherung zuständig. Okay. Wenn was, was war der fiktive Tatort? Der fiktive Tatort war in, am Stadtrand in Großostheim. Und da haben sie einen fiktiven Einbruch gemacht. Das heißt, das war eine kleine Hütte. Und dort hat sich ein fiktiver Einbrecher zu schaffen gemacht, hat da wohl jemanden verletzt, wohl Geld entwendet. Dann ist es so, dass erstmal Polizeibeamte dorthin fahren, mit den Betroffenen, falls jemand vor Ort ist, reden und gar nichts anfassen natürlich. Das ist vielleicht auch das, was man im Film oder in Serien vielleicht falsch gezeigt bekommt, dass da der Kripo-Beamte unter der Polizeiabsperrung drunter durchgeht und gleich die Leiche begutachtet und so. Nee, gar nicht. So ist es in der Realität nicht. Sie warten auf die Spurensicherung tatsächlich. Was machen die dann, wenn sie da sind? Was sie machen? Erstmal sich mit den Kollegen absprechen, ganz klar, ganz simpel gesagt. Und dann systematisch durchgehen und versuchen zu identifizieren, was sind jetzt Orte oder Objekte, die wir analysieren müssen, wo vielleicht Spuren von Täter oder was Tatrelevantes eben hinterlegt ist. Also sie gehen wirklich einfach erstmal durch, gucken sich alles an, gehen schon mal im Kopf durch, was könnte denn passiert sein, um dann eben zu sagen, das gucke ich mir jetzt besser an. Also in dem Fall jetzt in dieser Übung lag da eine leere Spendenbox auf der Treppe. Und da haben sie natürlich erstmal gar nicht angefasst, haben sich erstmal angeguckt und gesagt, ja, die müssen wir später mitnehmen zur Analyse im Labor. Sind sie zum Haus gegangen, standen die Fenster offen, haben sich natürlich dann ganz genau den Fenstersims und alles angeguckt, um eben mögliche Spuren zu finden vom Täter, weil er wahrscheinlich eben dann eingebrochen ist durchs Fenster. Und so sind sie eben wirklich minutiös durchgegangen erstmal.
Haben sie euch auch coole Tricks gezeigt, wie man vielleicht Spuren entdeckt? Was sie gemacht haben, ist eben mit Taschenlampen vor allem alles durchzuleuchten. Mit einer Taschenlampe? So einfach? Taschenlampe, ganz einfach erstmal. Und die haben an sich schon ein Auge dafür, wo sie gucken. Also man merkt das ganz genau, dass sie wirklich geschult sind und schon wissen, wo sie gucken müssen, um Spuren zu finden. Die suchen eigentlich alles ab. Vom Boden, Wände, Fenster, alles. Und dann schauen sie sich am Ende nur die Sachen an, wo sie sagen, das ist jetzt tatrelevant. Und ganz minutiös wird alles beschriftet. Also sie haben wirklich, wie du sie vielleicht vom Tatort kennst, so kleine Warndreiecke mit Zahlen, die sie wirklich daneben stellen. Zum Beispiel umgefallene Flasche oder Brecheisen haben sie auf dem Boden gefunden. Wird alles wirklich nummeriert. Sie haben Fingerabdrücke auf dem Fenster gefunden. Macht erstmal mit so Klebemaßband umrahmen und beschriften und kategorisch sagen, das ist jetzt Sektion 1. Diese Fingerabdrücke, nehmen Sie eine Probe wirklich mit Wattestäbchen und schicken es zu DNA-Analyse ein. Hier Sektion 2, 3, machen Sie das alles. Auch Schuhabdrücke zum Beispiel und so, das können Sie zum Beispiel mit abziehen, den Staub, und das wird dann eben analysiert im Labor. Spannend. Total cool, ne? Was mich auch überrascht hat, ist, wie Sie damit umgegangen sind. Also die waren komplett still. Bei manchen Sachen, zum Beispiel dieser Spendenbox, die ich erläutert habe, weil sie nicht Speichel drauf kriegen wollen auf die Sachen. Ne? So, an sowas denken sie. Und das packen sie auch gleich ein in Papiertüten, damit das eben dann gut transportiert werden kann. Und in Gefäßen, wo es nicht schimmeln kann zum Beispiel, weil manchmal dauert es ja Jahre, bis ein Fall vor Gericht kommt. Und jetzt dieser Fall mit der Spendenbox? Ja. Kommt der vor Gericht? Nein, weil das ist ja alles fiktiv. Alles nur erfunden. Alles nur erfunden. Wenn der Podcast rauskommt, wird das Video, das ich dazu aufgezeichnet habe, schon online sein. Schon online sein. Perfekt. Genau. Kommen wir noch zu einem kleinen Ausblick, was uns in den nächsten Wochen und Monaten beschäftigen wird. Und da spannen wir den großen Bogen zurück zur Landtagswahl. Denn wir haben ja vorhin schon angedeutet, es sind zwei Bürgermeister aus dem Kreis Miltenberg in den Landtag gewählt worden. Genau, Martin Stock von der CSU ist Bürgermeister in Sulzbach. Das heißt, dort müssen sie einen neuen Kandidaten, eine Kandidatin, muss sich erstmal ankündigen. Wir haben schon Erste, die die Finger so hochhalten. Genau. Wer ist das? In dem Fall Markus Krebs von der FDP, der in Sulzbach der Freien Wählergruppe angehört. Kandidieren will, muss aber auch noch eine offizielle Aufstellungsversammlung durchlaufen. Es gibt auch von der CSU schon den Wink, wir hätten jemanden mit Sicherheit als Nachfolger. Dann gibt es noch eine zweite Gemeinde, du hast gesagt Mönchberg. Mönchberg ist Thomas Zöllers bisherige Gemeinde als Bürgermeister gewesen. Dort hat sich ein unabhängiger Kandidat angekündigt, der antreten will, der muss Unterschriften sammeln. Das ist der bisherige Gebäudemanager der VG. Auch dort ist sehr wahrscheinlich, dass die CSU, aber auch die Freien Wähler, die dort als Bürgerblock Mönchberg im Gemeindegremium sitzen, dass die jemanden aufstellen, ist schon sehr wahrscheinlich. Und wann wird es dann spannend? Am 28. Januar wird in beiden Gemeinden gewählt. Und bis dahin werden die Stellvertreter der Bürgermeister, die schon am 30. Oktober in den Landtag einziehen, dann die Verantwortung in der Zwischenzeit übernehmen. Also mal mindestens über 3 Monate. März ist dann auch noch Bürgermeisterwahl in Niedernberg und wir können an der Stelle jetzt schon sagen, wir werden in allen 3 Gemeinden ein Wahlforum abhalten. Wer es noch nicht gehört hat, wir als Mädchenhaus machen das regelmäßig vor Bürgermeisterwahlen, dass wir alle Kandidaten auf eine Bühne bitten und dann auch ein bisschen mit ein paar kritischen Fragen versuchen wir herauszuarbeiten, wie die Kandidaten sich jeweils voneinander unterscheiden. Das war zuletzt in Erlenbach, es war eine sehr schöne Veranstaltung, war wahnsinnig gut besucht. Hat auch ein bisschen Stimmung geherrscht und ich glaube, dass auch da interessante Kandidaten auf der Bühne standen. Ich denke, dass es ganz ähnlich sein wird in Sulzbach, Mönchberg und Niedernberg, wenn es dann soweit ist. Haltet Ausschau. Wir werden es ankündigen zeitnah, sobald feststeht, wo und wann das stattfindet. Und wie Kevin schon sagt, es ist meistens sehr voll, also müsst ihr euch dann einen Platz sichern. Kommt rechtzeitig. Aber auch wenn ihr es nicht schafft dorthin, werden wir natürlich drüber berichten. Wir werden auch sehr wahrscheinlich wieder live bloggen. Das heißt, ihr könnt auch bequem daheim von der Couch die Debatte verfolgen. Aber sie wird dann natürlich nicht ganz so
umfangreich sein, weil wir tippen nicht ganz so schnell, wie Leute auf der Bühne reden. Und ein Video kann natürlich auch nicht die gesamte Stimmung immer einfangen. Es lohnt sich schon, vor Ort dabei zu sein. Vor allem kann man da auch Fragen stellen dann aus dem Punkt. Man kann auch Fragen stellen, ja. Überlegt euch die vorher, was euch unter den Nägeln brennt, wie ihr mal einen Kandidaten grillen wollt. Und bis dahin, das war's mit unserem Podcast Milma für den Monat Oktober. Wir kommen dann wieder im November. Und wenn sich noch im Laufe des Oktobers Bürgermeisterkandidaten erklären, wovon ich nicht fest ausgehe, dann seht ihr das auf www.mein-echo.de. Da werden wir natürlich jeden Einzelnen nennen, der, das heißt Niedernberg. Aber da stehen schon drei fest, haben wir schon in einer anderen Milma-Folge drüber geredet. Oder in Sulzbach und Mönchberg, wenn es da Namen gibt, die hört ihr von uns. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuhören. Und abonniert uns auf Spotify und sämtlichen anderen Kanälen. Da freuen wir uns drüber. Genau, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Milma, das Miltenberg-Magazin aus dem Medienhaus Mein Echo.